Mich hier von euch ein neues Fahrzeug vor, und zwar den neuen X12 2025 von mit einem neuen Chassis. So, jetzt noch ein paar Hinweise. Hier unten ist ja so eine Metallplatte drunter, einfach zur Verstärkung für den Kingpin. Dann haben wir ja Aluminium-Lenkhebel drin. Könnt ihr die Bodenfreiheit einstellen. Die Federvorspannung könnt ihr ändern. Und die Bodenfreiheit wird ja eingestellt hier über diese Unterlegkeile, die hier sich darunter befinden. Genauso kann man die, hat man die Möglichkeit, auch den Radstand da in dem Fahrzeug zu ändern. Dann haben wir hier den mittleren Dämpfer, der hat keine Feder drin. Die Feder, die befindet sich jetzt hinten drin. Der ist durchgängig, kann man natürlich das Öl wechseln, genauso wie hier an den Tubes könnt ihr auch das Fett ändern. Dann kann man hier die Federn auch ändern für die Seitentubes, also für die Seitenbewegung. Ihr habt hinten die hintere Feder zum Federn und die Matenschraube ist dafür da, hier, um den Ausfederweg quasi zu begrenzen. Ansonsten würde das ja noch weiter nach oben gehen. Also das wird mit der Matenschraube begrenzt, was man vorher hier über die Federn und den Stellring oder die Mutter bewerkstelligt hat. Also hier an der Stelle. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier die Akkuposition zu ändern. Dann drehen wir mal das Chassis auf die Seite und da wird man hier, sieht man die Möglichkeit, den Akku in der Position zu ändern. Das Servo könnt ihr auch in der Position justieren, dass das genau mittig sitzt. Hier ist es ein Hier sind bloß Eigenbau-Servohalter verbaut. So, und jetzt gibt es gleich einen Überblick über das ganze Fahrzeug. X-Ray X12 2025 1:12 Pencar hier jetzt in der Vorstellung. Das Fahrzeug ist nahezu komplett neu. Die Basis ist jetzt ein einteiliges Aluminium-Chassis, was vorher im Prinzip ein zweiteiliges Chassis mit einem Powerpod war. Jetzt ist das Powerpod oberhalb der Hinterachse gelagert, also des hinteren Teils der Chassisplatte. Hier ein Blick auf das Fahrzeug, wie es ist. Die Tubes sind geblieben, Seitenfeder links, die Chassisverstrebung, alles im Prinzip so geblieben vom Design her. Aber wir haben jetzt eine einteilige Chassisplatte. Jetzt ein Blick auf die Hinterachse. Da passen die gängigsten Felgen aus dem 1:12 Bereich. Wir haben hinten eine Feder. Darüber lässt sich über die Matenschraube der Trub einstellen. Was man praktisch vorher über den Mitteldämpfer gemacht hat, macht man darüber. Der Mitteldämpfer hat jetzt keine Feder mehr. Die befindet sich jetzt hier da hinten. Die gibt es als progressiv und als lineare Feder. Original ist eine Starrachse im Fahrzeug verbaut. Die Hinterachse ist höhenverstellbar, kugelgelagert. Sieht man hier nochmal einen Blick von der Seite, neue Motorhalter und die sind integriert in dem geteilten Topdeck. Hier ein Blick von der Seite. Auf die Seiten links Akkuhalterung, den mittleren Dämpfer. Vorne ist die Elektronik untergebracht, das Servo und hier die Vorderachse mit den Vorderrädern. Der Motorhalter, der ist so tief wie möglich verbaut, verstellbar. Die Motorposition, damit ihr auch das Ritzel wechseln könnt, aber das gehört ja bei den Fahrzeugen dazu. Dann hier ein Blick auf das einteilige Chassis. Dort seht ihr die
Den Drehpunkt, den kann man verändern und damit das Fahrverhalten beeinflussen, wie auch über die Seitentubes und die Seitenfedern. Genauso die Feder hinten. Na, ihr seht da, die Seitwärtsbewegung, die ist beeinflussbar über die Tubes und eben auch über die Seitenfedern, die einstellbar sind. Dort sieht man die im Bild. Jetzt ein Blick von der Seite auf die Feder, auf die Tubes und die Linkaufhängung. Hier seht ihr die Tubes und hier die Befestigung für den Akku. Kein O-Ring, einfach nur mit diesen kleinen Kohlefaserteilen liegt der Akku drin. Einteiliger Dämpfer, durchgängige Kolbenstange, keine Feder, nur Öl und Kolbenplatte ist dort integriert und kann verändert werden. Darüber wird die Federbewegung dann gemacht, seitlich über die Seitenfedern und Tubes. Linkaufhängung hat sich links geändert, beziehungsweise auch rechts. Der Halter hat sich geändert. Verstiftet ist der und fest hinten die Befestigung für hinten auf der Kohlefaser, an der Kohlefaserplatte. Und hier das zweiteilige Powerport an der Hinterachse. Und die Chassisplatte gibt es optional, wer möchte, aus Carbon. Servo kann in der Position variiert werden. Wir haben 3D gedruckten Bumper vorne auf einer Kohlefaserplatte und hier das Chassis nochmal von unten. Die Vorderachse ist in der Position verschiebbar, von vorne nach hinten, also zwei Positionen, um den Radstand und somit auch das Fahrverhalten zu beeinflussen. Der Seitenlink. Neuer Halter. Darüber ist die Strebe, die man vom Vorgänger schon kennt. Hier nochmal den Seitentub und hier die Vorderachse. Vorderachse mit einem Aluminium-Lenkhebel, Kingpin-Halter oder beziehungsweise der Kingpin selber gibt es in drei Varianten und ist Hohlgeburt. Der Lenkhebel ist aus Aluminium, hat neue Anlenkpositionen für den Ackermann, ist mit Teflon innen drin. Hier ist nochmal eine Metallplatte und dort seht ihr auch nochmal die neuen Anlenkpunkte für die Ackermann-Position. Die Metallplatte dient eigentlich nur zur Versteifung und Verbesserung an dem Punkt für den Kingpin, an der Halterung für den Kingpin. Fahrzeug ist komplett kugelgelagert, wird als Bausatz. Dort haben wir die Seitenteile. Damit kann man das Chassis versteifen oder eben softer einstellen, also den Flex beeinflussen. Da gibt es verschiedene. Hier nochmal die Akkuposition erklärt. Fahrzeug im Überblick von der Seite. Von unten nochmal, wie man neben dem Radstand können wir natürlich die Bodenfreiheit auch vorne individuell einstellen. Dafür gibt es Unterlegkeile. Blöcke dafür und hinten macht man es über die anderen, über die Plastikteile. Vorderachse ist auch einstellbar, man kann die weicher oder härter machen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal kurz ein auf die Präsentation. X-Ray hat natürlich den X12 vorgestellt auf ihrer Plattform. Da gehen wir mal durch. Hier sind die ganzen Neuigkeiten, also alles, was neu ist an dem Fahrzeug. Dadurch, dass die Chassisplatte neu ist, hat sich mehr oder weniger alles andere auch automatisch geändert. Hier sieht man mal das Fahrzeug im Überblick. Wir haben hinten die Starrachse, darüber ist das Powerpod, was ja über den Drehpunkt und die Feder drehbar gelagert ist, also sich seitlich bewegen kann. Über die Tubes und über die Seitenfeder wird das im Prinzip beeinflusst und kann vom Fahrverhalten geändert werden. Dann kann die Akkuposition variiert werden. Oben haben wir keinen Dämpfer mehr mit einer Feder, sondern nur den Dämpfer, weil ja hinten die Feder ist. Akkuposition ist einstellbar. Vor dem Akku liegt der Empfänger und der Fahrregler und der Servo. Dann haben wir einen Servosever, die Rechts-Links-Spurstangen, um die Vorspur vorne einzustellen. Ihr könnt die Bodenfreiheit hinten und vorne einstellen. Ihr habt hier vor dem Servosever habt ihr nochmal eine Kohlefaserplatte, die ihr rein, also weglassen könnt.
oder zwei einbauen könnt. Damit könnt ihr die Vorderachse steifer oder weicher machen. Davor befindet sich der Frontrahmer, der 3D gedruckte. Dann schauen wir mal weiter. Hier seht ihr die Chassisplatte von unten. Und wir gehen mal weiter. Hier sieht man das einteilige Chassis. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Karosserie könnt ihr natürlich individuell wählen, nach euren Bedürfnissen und nach der Strecke, wo ihr fahrt. Und natürlich auch der Klasse. Es gibt ja auch die GT-Klasse, da sind ja nur GT-Karosserien erlaubt. Hier seht ihr das neue Chassis-Design. Gibt es optional auch aus Kohlefaser und ist jetzt einteilig und nicht mehr zweiteilig. Im nächsten Bild seht ihr das zweiteilige Powerpod mit der Feder hinten, die ist progressiv, man kann aber optional auch eine lineare Feder nutzen. Ansonsten könnt ihr hinten den Trub einstellen, dann Anti-Squat, Strange oder Pro-Squat. Gehen wir hier, hier sieht man das zweigeteilte Powerpod. Da tut sich der Motorhalter, wo man die Höhe, also wo man die Motorposition einstellt, also das Ritzelspiel, da sieht man, dass das Powerpod extra geteilt wurde, damit man den so tief wie möglich anschrauben kann an dem Motorhalter. Dann natürlich die Höhenringe, damit könnt ihr die Bodenfreiheit hinten einstellen. Die Seiten links und die Federn dazu hier im nächsten Bild. Dann hier der einteilige Dämpfer, durchgängige, einteilige Dämpfer nicht. Durchgängige Kolbenstange natürlich. Könnt das Öl wechseln und auch die Kolbenplatte. Hier seht ihr mal den Vergleich. Dadurch Schwerpunkt auch nach unten gekommen. Und hinten hat man die Möglichkeit, entweder eine progressive oder lineare Feder zu nutzen. Die Position, die vordere Drehpunkt vom Powerpod lässt sich beeinflussen, also lässt sich ändern und damit das Handling des Fahrzeuges ändern. Ihr habt eine neue Kugel, die ist kleiner, also die ist vom Durchmesser kleiner und eben auch leichter. Wie auch an der Vorderachse, da sind die Kugeln leichter. So, dann haben wir hier die verschiedenen Kingpins mit verschiedenen Winkeln, 0,5, 1 Grad ist drin, 1,5 Grad. Dort läuft der Aluminium-Lenkhebel drin mit einer Teflon-Beschichtung. Und in den hohlgebohrten Kingpin kann man ein Liquid machen, also sprich Fett reinmachen und damit das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger machen. Hier seht ihr mal den Teflon-Ring in dem Aluminium-Lenkhebel, der neue Positionen hat für den Ackermann, im Gegensatz zur alten Variante. Dann hier die Chassisstreben rechts und links, damit könnt ihr das Chassis steifer oder weicher machen. Die Seiten links könnt ihr auch ändern in der Position und damit das Fahrverhalten ändern, also nicht nur in der Höhe, sondern auch noch in der seitlichen Position. Dann neue Composite-Buchsen gibt es jetzt hier am Fahrzeug. Hier seht ihr den verstellbaren Akkuhalter. Dann die Kohlefaserplatte vorne. Neue Felgenaufnahmen. Original die Starrachse hier drin, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Dann haben wir im nächsten Bild nicht viel zu sehen. Hier haben wir den 3D gedruckten Bumper, der drin ist im Bausatz. Hier haben wir einen Blick auf die Seitenfedern. Hier seht ihr nochmal, um das Flexverhalten zu beeinflussen, kann man dieses Seitenstreben ändern. Also sprich nicht ändern, man macht die drauf und benutzt nur bestimmte Schraubenlöcher zum Beispiel. Man kann natürlich die Strebe auch weglassen. Dann hat man es komplett soft eingestellt. Je nachdem, wie man fahren will oder wo man sich befindet. Viel Griff, wenig Griff, technisch anspruchsvoll, langgezogene Kurven oder ähnliches. Hier genauso. Die Vorderachse kann man versteifen, die kann man aber auch soft fahren oder in der mittleren Härte nutzen. Dann
Hatte ich schon gesagt, die Bodenfreiheit lässt sich individuell einstellen. Man fährt vorne und hinten so tief wie möglich, aber Mindestbodenfreiheit von 3 mm sollte gegeben sein. Hier sehen wir jetzt Servohalter. Den Servo könnt ihr in der Position einstellen. Der sollte tendenziell immer mittig sein. Also die Achse vom Drehpunkt vom Servosever sollte mittig sein. Dann könnt ihr die Vorderachse von vorne nach hinten, also einen kurzen oder langen Radstand fahren. Über diese Unterlegkeile oder Bleche könnt ihr die Bodenfreiheit vorne individuell einstellen. Also so wie hinten geht es auch an der Vorderachse. Dann die Seitentubes. Servosever vorne. Verschiedene Zahnräder, um die Untersetzung anzupassen. Dann gibt es optionalen Kugel- und ein Kegeldifferential. Wer keine Starrachse fahren möchte, Kegeldifferential, hier seht ihr es, ein 4-Spider-Kegeldifferential ist verbaut im Fahrzeug, wenn ihr das denn wollt. Es ist nur eine Option. Dann haben wir hier die Höhen nochmal für die Karosseriehalter, plus 1 und plus 2 mm optional, um das wirklich perfekt, die Karosseriehöhe einzustellen. Das sind praktisch nochmal Zwischenschritte zu dem originalen, zu der originalen Auflageplatte. Dann seht ihr hier mal beispielhaft, wie das Fahrzeug aufgebaut ist vom Akkuregler, Empfänger und Servo. Sorry, das ist hier noch die alte Version, das Chassis abgebildet, aber beim neuen ist es im Prinzip genauso aufgebaut, die Elektronik mit dem Akku. Ja, und ganz zum Schluss, klar, Tuning, Optionen, Silikonöl, Kugeln und hier Setupboard, das macht sich gut zum Einstellen des Fahrzeugs. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und gerne könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Auto haltet. Wenn ihr es habt, wie sind eure Erfahrungen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt bis zum nächsten Mal, euer Mika.